yeah, Elektrostadt. Nur weil ich fett bin, müssen es die von mir verlöteten Teile ja nicht sein. Ne? Deswegen jetzt auch mal mit Hühnerfutter. Ich habe neulich im Forum von Microcontroller.net jemanden gefunden, der so nett war, mir einen Stapel alte Elektor-Ausgaben zu schenken. Und was ich ganz putzig fand, in das Paket, das er mir geschickt hat, hat er noch so einen Bausatz reingepackt, hier so von eHio, so ein SMD-Würfel. Ja. Das ist ein kleines Platinchen letztendlich und so ein paar Bauteile, LEDs, Widerstände, so ein Sach, womit man sich so ein bisschen im SMD-Löten üben kann. Und da ich noch nie irgendwas SMD gelötet habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt ist gerade Wochenende, mir ist ein bisschen langweilig, probiere ich es doch einfach mal, ob ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Als erstes sagt er bei sich im Wiki, soll man die Widerstände auflöten. Und die kommen ja hier SMD-typisch in so einem kleinen Pack daher mit so einer Folie. Da verwende ich mal meinen geliebten Spatel, um die Folie schon mal zu entfernen. Nachdem man das gemacht hat, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass das Zeug nicht durch die Gegend fliegt, genau wie ich es jetzt leider verkackt habe. Gut, wieder was gelernt, so macht man es nicht. Wie viele haben wir hier? Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vorwiderstände, das heißt, mir sind zumindest keine verloren gegangen. Gut. Jetzt, die Teile müssen hier auf die Platine, das sieht nicht weiter schwer aus. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich verwende verbleites Lot, ja, das ist mein geliebtes Kester, und die 2,2 mm Meißelspitze von den Ersa-Lötkolben. So. Gerade wie ich es gelernt habe, eine Seite verzinnen. Bauteil drauf und dann das sieht ganz scheiße aus. Also das hier ist der Grund, warum es heißt, man soll dünnes Lötzinn verwenden. Ich habe leider nur so 0,8 mm, das ist nicht der Knaller. Das ist definitiv zu viel. Also, Entlötlitze. Es ist noch kein Master vom Himmel gefallen. So sieht's besser aus. Ja, jetzt mal versuchen, ob das mehr Spaß macht, wenn ich ein bisschen Flussmittel aufbringe. Wie gesagt, ich bin hier gerade am Lernen, sprich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Es geht tatsächlich einfacher. Also es ist jetzt hier der mittlere, den ich gerade so gemacht habe. Die ersten drei Widerstände sind drauf. Sieht soweit schon fast ganz gut aus. Na ja, okay, bei dem letzten habe ich hier noch so ein Spitzchen. Das machen wir mal. Jetzt hat meine ersten drei SMD-Bauteile. Hey, wow. Dann machen wir die Widerstände auf der anderen Seite. Die drei Widerstände hier unten habe ich jetzt einseitig festgetackert, sprich ich habe die Flächen, wo die drauf gehören, habe ich verzinnt. Ne? Dann habe ich sie mit einer Pinzette drauf festgehalten und das Lötzinn nochmal zum Schmelzen gebracht. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich an die jeweils andere Seite von den Teilen nochmal einen Tropfen Lötzinn drauf gebe, damit sie fest sind. Widerstände sind alle dran. Jetzt schnappe ich mir meinen Multimeter. Meinen Durchgangsprüfer. Und schaue einfach mal, ob überall da, wo ich annehme, dass ein Kontakt da sein sollte, auch einer da ist.
Sieht gut aus. Beziehungsweise hört sich gut an. Ja. Das nächste laut Aufbauanleitung von Meister Ehayo sind diese LEDs hier. Sieht man nicht gut auf der Kamera. Das Fiese an den LEDs ist, der negative Pol, also die Kathode, ist durch zwei grüne Punkte zu erkennen, die so winzig klein sind, dass ich sie also ohne Lupe fast nicht sehen kann. Das ist halt, wenn man alt ist, ne? Das ist so, ja. Ja. Das heißt, das wird jetzt relativ spannend hier. Ich habe jetzt mal eine hier rausgezuppelt. Wow, wenn einem die runterfallen. Ja. Winzige Scheißerlein. Die LEDs haben zur Kennzeichnung der Polarität auf ihrer Rückseite, wie man hier sieht, so einen kleinen Pfeil, der die Diode anzeigt. Und auf der Platine sind so Pfeile auch hier drauf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich die LED so rum anlöten muss, wie der Pfeil da ist. Ich hoffe, das stimmt. Der Moment, wenn man merkt, dass man noch einen Widerstand vergessen hat. Der tolle Moment, wenn man merkt, dass man das winzige Scheißerlein nicht verloren hat, sondern dass es hier noch rumliegt. Ich bin ernsthaft gespannt, wie das bei dem Mikrocontroller selbst wird. Das wird echt eine ziemliche Frickelei, glaube ich. Oh, die dritte ist richtig gut geworden. Die letzte, das ist die hier. Da habe ich es tatsächlich richtig hinbekommen. Schick, schick, so sollte das eigentlich immer aussehen. Macht einen relativ ordentlichen Eindruck jetzt. Die untere LED-Reihe ist schon mal dran. Jetzt kommt die obere. Alle Widerstände, alle LEDs dran. Das nächste laut Bauanleitung ist der IC. Ich habe ein bisschen Angst. Das hier ist der Chip, der jetzt drauf kommt. Gut, Pin 1 ist hier. Meiner Meinung nach die größte Herausforderung bei dem Ganzen hier, ne, ist es tatsächlich, die Sachen mit der linken Hand richtig zu positionieren. Mit links löten kann ich auf gar keinen Fall. Insofern muss es wohl so rum sein, aber das ist keine einfache Angelegenheit. So, für den IC halte ich mich einfach mal an Pauls Regel, die er mir mal beigebracht hat. Alles geht, solange du genug Flussmittel hast. Das sieht unerwartet gut aus. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich das so hinbekomme beim ersten Versuch. Erster selbstgelöteter IC hat schon mal ein paar gut haltende Beinchen. Hey, ich bin nicht unstolz auf mich. Kurzer Check unter der Lupe hat mir gezeigt, sieht alles prima aus. So, jetzt haben wir nur noch ein echtes Bauteil. Das ist hier so ein blöder Taster. Klar, das Ding hier soll ja so ein elektronischer Würfel sein. Das heißt, man braucht auch irgendwas, womit man würfelt. Und das wird hier mit dem Taster gemacht. Das Rastermaß, mit dem das ge-SMD't ist, ist allerdings so grob. Also da habe jetzt nicht mal ich Probleme damit. Hat alles Kontakt.
Selbstverständlich habe ich ihn ein bisschen schief drauf gemacht. War ja klar, ne? Man wäre sonst auch zu gut gelaufen. So, letzter Schritt ist die Batteriehalterung. Da heißt es, man soll die die Dinger verzinnen. Also das mittlere hier verzinnen, wo dann der Kontakt der Batterie hergestellt wird. Gut, dann mache ich das. Ist verzinnt. Eine Seite takte ich einfach fest. Die Seite ist jetzt wunderbar gelötet. Jetzt geht auch die andere. Etwas Hitze, viel Lötzinn, Teil ist drauf. Die hier sieht so aus, als könnte sie richtig sein. Hey, alle LEDs leuchten. Was soll ich sagen? Meine erste SMD-Bastelei natürlich mit, ich sage jetzt mal, extrem groben Bauteilen. Ja, das hier ist jetzt noch nicht das Ultra-Fein-Pitch-Zeug, aber jeder fängt irgendwo mal an. Und ja, es hat gut geklappt. Der Bausatz ist geil. Also wenn einer von euch jemanden, der vorhat, sowas zu machen, eine kleine Freude machen will, der Würfelbausatz da von EHIO ist offensichtlich was, das kriegt man relativ easy hin. Das Erfolgserlebnis ist erheblich und ja, kann ich empfehlen. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß. Ich gehe jetzt Videospiele spielen. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis ich das nächste Bastelvideo mache. Ganz einfach deswegen, weil ich ein neues Game habe, das ich weiter zocken will. Aber keine Angst, ich lebe noch. Von mir kommt noch mehr. Irgendwann.